Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. Heute paddeln wir die Oder entlang. Gleich nach den Infos schauen wir in Ratibor vorbei. In der Gemeinde Kronstau wurden Anfang November deutsch-polnische Beschriftungen an den Bahnstationen aufgestellt. Die Bahnreisenden werden nun in Kronstau, Dębiohammer und Derschau zweisprachig begrüßt. Damit ist die Gemeinde Kronstau die erste in Polen, die eine deutsch-polnische Beschriftung der Bahnstationen hat. Jeżeli się rozmawia z mieszkańcami, szczególnie tej starszej generacji, to podchodzą do tego z sympatią i z takim zrozumieniem i niektórym nawet łezka w oku się zakręci, że no kiedyś pamiętają, że takie nazwy były. Także myślę, że to jest pozytywne. Die Gemeinde Kronstau hat sich über 4 Jahre um die zweisprachige Beschriftung der Bahnhöfe bemüht. Dies ermöglichte das Minderheitengesetz, das 2005 verabschiedet wurde. Am 3. November startete feierlich das erste Internetportal der deutschen Minderheit in Polen. Unter www.vdg.pl findet man Wissenswertes zu der Tätigkeit der deutschen Minderheit aus allen Regionen Polens. Und jeder darf das Portal des Verbandes der deutschen Gesellschaften mitgestalten. Die Internetpräsenz ist doch heutzutage das A und O einer jeden Organisation. Und die DFKs müssen sich nur bei uns jetzt melden und wir schaffen ihnen einen Platz auf dem Internetportal, den Sie dann selbst administrieren können. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Alle daran interessierten Institutionen und DFKs sollten sich direkt an den Verband der Deutschen Gesellschaften in Oppeln wenden. Weitere Informationen unter www.vdg.pl. Seit Urzeiten konzentrierte sich das Leben der Menschen an Flüssen. Dort blühte der Handel, man fand Nahrung und sauberes Wasser. Im Laufe der Zeit wurden die Flüsse auch zu einzigartigen Vergnügungszentren. An manchen Stellen ist es bis heute so. Die Kajak- und Rudergruppe aus Ratibor ist das beste Beispiel dafür, dass man die Traditionen auch vom Wasser aus pflegen kann. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Hier unweit bin ich geboren. Und ungefähr 100 Meter von der Oder. Also von Kindheit her, Oder war für mich immer ein Spielplatz. Ich bin mit Oder aufgewachsen sozusagen. Ja. Also ich habe eine enge Beziehung mit dem Fluss, mit der Oder. Ratibor hat eine sehr lange Tradition, was Wassersport betrifft. Hier entstand in Ratibor 1888 der erste Ruderverein in Oberschlesien und auch der größte. Er funktionierte bis 1945. Nach dem Krieg wurden die Aktivitäten weiter fortgeführt, in kleineren Rahmen, bis ungefähr Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Und dann war nichts mehr los. Und wir wollten die Tradition weiterführen. Wir kennen uns mit Gregor schon seit ein paar Jahren und ich wusste, dass er mit Kajak schwimmt und verschiedene Sachen damit unternimmt. Und plötzlich ist er eines Tages gekommen und hat gesagt, der holt ein Boot aus Deutschland. Die Geschichte mit dem Boot Corvée ist eigentlich Zufall. Ich habe ein gebrauchtes Boot im Internet gesucht, nicht nur auf den polnischen Seiten, auch auf den deutschen Internetseiten. Und dann fast als erster ist das Boot Corvée wurde angeboten zum Verkauf vom Ruderverein im Höchster. Der Name Corvée hat mir schon was gesagt, dann habe ich weiter geforscht und hat sich herausgestellt, dass die Familie des Fürst von Ratibor und Corvées, weil das ist der Titel, Fürst von Ratibor und Corvée, nach 1945 sind nach Corvée übergezogen sozusagen. Und für diesen Club in Höchster hat der Fürst von Ratibor das Boot Corvée im Jahre 1929 gesponsert. Und eben das Boot Corvée wurde angeboten zum Verkauf, aber durch Gespräche wurde uns das Boot sozusagen kostenlos übergeeignet, da die Geschichte mit Ratibor sehr, sehr eng ist. Sozusagen quasi die Geschichte haben wir zurück nach Ratibor geholt. Ja. Musik.
das Boot einmal zu kriegen ist eins und es hierher zu bringen ist zwei. Es ist fast 11 Meter lang, es wiegt 100 Kilo. Und dazu haben wir uns geschlossen, einen Anhänger zu bauen. Ich heiße Sie heute herzlich willkommen in meiner Kochstube. Heute mit meinem Assistent Bartek zeigen wir euch, wie man schnell und unkompliziert einen Anhänger für ein Ruderboot baut. Damit das schön aussieht, verpinseln wir das und somit schnell und unkompliziert haben wir einen 10 Meter Anhänger für ein Ruderboot gebaut. Pasja przyszła całkowicie znienacka. Po prostu dowiedziałem się, że kolega przywiózł łódź piękną, drewnianą z Niemiec, która jest bardzo stara, a jako, że jestem stolarzem i stolarzem hobbystą, także po prostu no, od razu chciałem ją zobaczyć. Po prostu zakochałem się od pierwszego wejrzenia, jak w dziewczynie normalnie. Ciężki temat, bo nie dostaniesz nigdzie do zabytkowej łodzi, zabytkowych wózków, nie? Która łódź ma 84 lata, no to nie damy plastikowych, nie? Znaleźliśmy takie zabytkowe, bardzo ładnej konstrukcji, z mahoniowego drewna zrobione. Posiedzieliśmy przy nich, no takich nocek, no z 2 tygodnie takie bite, że parę nocek spędziliśmy nad remontem tego. Kółeczka ebonitowe, mosiężne śrubki, mosiężne okucia, no po prostu piękne. Nie? Mosiężne, nawet załatwiałem specjalnie jakieś mosiężne gwoździki, żeby to wszystko do siebie pasowało. W momencie, jak polakierowaliśmy to specjalnym lakierem, takim jachtowym, bursztynowym, to po prostu jak wyszedł ten kolor tego mahoniu, to jest taki piękny, czerwony, no tak to po prostu zaczęło to wyglądać wszystko. Nie? Jeszcze jak się zaświeciło z wypolerowaną mosiądzem, no to coś pięknego. Nie? Ich kann Uder jedem empfehlen. Vielleicht nicht zum Schwimmen gerade, aber sowas wie wir unternehmen, kann man auf jeden Fall machen. Also Rudern und Kajak schwimmen. Leider nicht viele Ratibore sehen das als Schatz. Ja, mitten in der Stadt haben wir einen Schatz. Ein Fluss, mit dem man viel anfangen könnte. Nie zobaczy tego z brzegu, nie? Nawet jest ścieżka rowerowa wzdłuż Odry, ale to tego nie widzisz. Tam widzisz tylko krzaki, nie? A z Odry to po prostu płyniesz jak jakąś dżunglą, taką dziczą. Wiesz, jakieś kaczki se pływają, w ogóle podpływają do nas kaczuszki takie małe, nie? Co się z nami bawić, nie? No masakra, nie? Przyroda. Czy gdzieś, wiesz, pojedziemy sobie na Chluczyn do Czech, po pracy na przykład, że przed zachodem słońca już dobijamy do brzegu i wiesz, widzisz gdzieś na horyzoncie słońce, które zachodzi, nie? I piękna łuna w twoją stronę leci, taka cisza, spokój, nie? Woda, no coś pięknego, nie? Woda to jest po prostu no taki jeden chyba, nie wiem, może z moich ulubionych żywiołów nawet, nie?
Wenn Sie vielleicht auch mal die schlesische Landschaft vom Wasser aus erleben wollen, dann melden Sie sich bei der Ratiborer Kajak- und Rudergruppe Jonne. Sie ist für neue Mitglieder offen. Und das Schlesien-Journal können Sie sich in einer Woche wieder anschauen. Auf Wiedersehen!